Hallo und willkommen zu einem weiteren Age of Empires 2 Video. Heute geht es weiter mit der Reihe von Fletching zu Botkin und wir sind nun in einer neuen Reihe, in einer neuen Region, sagen wir mal besser, angekommen, im Bereich, im neuen Elo-Bereich, nämlich bei 1200 bis 1300 und da geht schon einiges ab. Da haben wir wirklich ziemlich gute Spieler. Ich habe es im letzten Teil des vorigen Segments auch quasi schon angekündigt, dass ich da schon einiges jetzt erwarte, erfahrungsgemäß von diesen Spielern in diesem Elo-Bereich. Wir haben jetzt hier Blue is the best color mit 1270 Elo, also auch im höheren Bereich aus diesem Elo-Bereich eben. Er ist aus Belgien, den habe ich in so einem kleinen Turnier kennengelernt, der hat sich dafür bereit erklärt, hier mitzuspielen. Und er wird sogar zwei Matches mit mir machen, weil ich tatsächlich in diesem Bereich sehr, sehr wenige Spieler kenne. Die meisten sind schon wieder weiter im 13-, 14-100er Bereich angekommen mittlerweile, die ich halt aus dem vorigen kannte. Aber wir wollen in diesem Bereich einiges Neues dazunehmen. Nicht unbedingt strategisch, sondern so Kleinheiten, die ich bisher so ein bisschen ausgeklammert oder rausgelassen habe. Und die können das Level auch nochmal ein bisschen anheben. Zum einen möchten wir, das habe ich bis jetzt eigentlich immer ausgeblendet, um es einfacher zu halten, mit Schafen auch ein bisschen Scouting mal betreiben. Also das klassische Sheep-Scouting, wie der Experte sagt. Und dann möchten wir, auch, wenn wir auf Arena spielen, auf jeden Fall auch Rehe in das Dorfzentrum mit dem Scout quasi anlocken, reinpushen. Außerdem möchten wir uns auf Arena auch früher um Reliquien kümmern, aber das werde ich dann machen, wenn es quasi auf Arena zugange geht. Das wird direkt die Folge nach dieser hier sein, auch mit ihm. Dann wollen wir auch ein bisschen das Micro nochmal erweitern, aber ja, wir hatten ja schon mit den Bogenschützen ein bisschen gemicrot. Wir werden, falls es dazu kommen wird, auch mit Nahkampfeinheiten ein bisschen micron. Und das ist so ähnlich wie das, was ich auf Wasser gemacht habe. Also da zieht man quasi schwache Einheiten zurück, um sie dann später wieder in den Kampf zu schicken. Und wir wollen die Wirtschaft auch ein bisschen micron. Also wir wollen gucken, dass die Dorfbewohner an jeder Ressource auch halbwegs ordentlich arbeiten. Also wir wollen jetzt in diesem Elo-Bereich quasi an den Feinheiten arbeiten, damit wir dann im nächsten Segment bereit sind, auch neue und schwierigere Strategien dazuzunehmen, damit auch wirklich alles dafür passt. So, ich habe in der letzten Folge tatsächlich nochmal die Berber gespielt, weil ich vergessen hatte, die aus meinem Random-Tool rauszunehmen. Die hatte ich tatsächlich schon mal. Das heißt, wir haben jetzt zwei Doppelungen drin gehabt, aber ich denke, die Berber sind keins der Völker, wo man sagen muss, oh nein, das war ja völlig overpowered, vor allem auf Arena. Jetzt habe ich es aber rausgenommen. Jetzt müsste ich nur noch gucken, ob ich das mit dem Tool richtig habe. So, ich glaube, diesmal habe ich es richtig. Schauen wir mal, was ich heute bekomme. Die Azteken, okay. Die werden sowohl auf Arena als auch auf Arabien sehr, sehr stark natürlich. Persönlich sind sie jetzt für das, was ich zeigen werde, auf Arabien wahrscheinlich stärker. Und ja, sehr, sehr starkes Volk, so Top 2, 3 auf Arabien auf jeden Fall. Denken auch die meisten Profis in der Regel so. Die Strategien, die mit den Azteken wirklich stark sind, werde ich jetzt hier wahrscheinlich immer noch nicht wirklich benutzen. Also, das heißt wahrscheinlich, ich werde es nicht tun, ich werde nicht den Drush spielen, ich werde auch nicht Man-at-Arms spielen, sondern mit den Bogenschützen eröffnen, aber wir können vielleicht, wenn es sich anbietet, auch die Adlerkrieger einbauen. Schauen wir einfach mal, wie sich das ergibt. Ansonsten, ich gucke noch mal kurz auf meine Notizen, ob ich noch irgendwas sagen will. Ich glaube, das war's erstmal. Dann muss ich nur schauen, ob meine Aufnahme richtig läuft oder ob ich mich mit mir selbst unterhalte. Das sieht aber gut aus. Er möchte random gehen, hat er gesagt. Dann wünsche ich ihm viel Freude bei der ganzen Angelegenheit. Failed success, sagte der Belgier. Success? Ich weiß es nicht mehr. Ich hoffe, er guckt sich das gar nicht an. Dann weiß er auch nicht, dass ich seine Sprache nicht spreche. Mongolen, ne? Ist natürlich auch extrem stark. Da wird er schnell unterwegs sein. So, der Start ist eigentlich wie immer. Und diesmal markiere ich mir aber zwei Schafe in Steuergruppen und werde auch mit denen scouten. Und das Prinzip ist genau wie bei meinem normalen Scout auch. Ich möchte möglichst wenig mit Wegpunkten arbeiten und möglichst viel zu den Schafen hingucken und sie dann aktiv bewegen. Das heißt, wir werden jetzt hier auch deutlich mehr APM, Actions per Minute, im Early Game auch verwenden. Wir haben deutlich mehr zu tun jetzt, werden aber auch die Karte natürlich dementsprechend deutlich schneller frei schaufeln quasi oder uns schneller ansehen können. Azteken sind im letzten größeren Patch ein bisschen genervt worden, die sind jetzt nicht mehr ganz so super stark, wie sie es mal waren, sind aber immer noch ein absolutes Top-Volk. Und starten mit mehr Gold, wie wir sehen können. Hier habe ich jetzt ein bisschen fürs letzte Stückchen die Wegpunkte benutzt. Danach soll aber das Schaf, und das ist der wichtige Punkt, rechtzeitig zurück zum Dorfzentrum, damit wir da eben keinen Leerlauf haben. Ich glaube, das Holz da hinten ist mir lieber. So, der Mongole wird allerhöchstwahrscheinlich einen schnellen Scout Rush spielen, also wirklich einen schnellen. Das heißt, er wird wahrscheinlich mit 18, 19 Populationen in die nächste Zeit gehen. Das wäre zumindest
eine gute Strategie für ihn, um seine Boni auch optimal zu nutzen. Dafür werde ich dann wieder meine Ressourcen so ein bisschen abmauern müssen. So, das Schaf schicke ich auch zurück, oder die Ziege in dem Fall. Und jetzt werde ich natürlich mit meinem normalen Scout so ein bisschen wieder in die Bereiche laufen, aber dank meiner Schafe, meiner Ziegen, habe ich ja schon gesehen, wo ungefähr ich eigentlich hin muss. Das heißt, ich habe meine Karte insgesamt ein bisschen schneller aufgedeckt. Sowohl er als auch ich scouten ein wenig schneller, als es bei anderen Völkern jetzt möglich wäre, weil der Adler-Scout erstmal ein bisschen mehr Sichtweite hat und der Mongolen-Scout auch ein bisschen mehr Sichtweite hat als ein regulärer. So, meine gesamte Basis habe ich erkundet. Die ist sehr, sehr schlecht. Also ich habe hier Gold, das sehr, sehr gefährlich platziert ist. Das war jetzt ein bisschen unnötig. Dann baut die schon mal ein Haus. Und die kann unser Wildschwein holen. Das heißt, ich muss meine Front hier irgendwie sichern. Das Gold ist echt unglücklich und alle meine drei Golds sind hier nach vorne gerichtet. Das kann also auf jeden Fall für ihn ein Ziel werden. Wir müssen auf jeden Fall dann, wenn er eben mit Scouts kommt früh, gucken, dass wir das wieder alles eingemauert bekommen, wie ich das in den letzten Folgen mit durchwachsenem Erfolg, sagen wir es mal, gemacht habe. So, jetzt muss ich ihn finden. Ansonsten kann ich die Karte aber sehr gut zumauern. Hier und hier kann es zugehen. Ich muss nur halt die Front mit Gebäuden irgendwie mitnehmen, damit das alles sicher wird. Da ist er, da ist nämlich sein Wildschwein. Wildschweine klauen tue ich natürlich nicht. Und ich halte mich so ein bisschen an diesem Hügel, weil an einem Hügel kann sein Dorfzentrum nicht sein. Und ich springe sehr viel hin und her, wie ihr seht. Also die Schlagzahl in dieser Elo möchte ich doch nochmal deutlich erhöhen. Und das, wie gesagt, als Vorbereitung dafür, dass wir dann im nächsten Segment die schwierigeren Strategien auch zeigen. Aber dafür braucht man auch gewisse mechanische Voraussetzungen, damit es eben auch gut läuft. Also klar kann man Man-at-Arms auch schon auf so einem früheren Elo-Bereich spielen. Aber es ist eben deutlich schwieriger, wenn man gewisse Skillsets nicht mitbringt oder nicht besonders sauber spielt, sage ich mal. Und ja, das möchte ich eben erstmal abhaken, bevor ich mich an die schwierigere, an die schwierigeren Sachen eben wage quasi für euch. So, hier sortiere ich mal kurz meine Holzfäller ein bisschen. Das Holzfällerlager war auch nicht so gut platziert, muss ich ganz ehrlich sagen. So, hier ist ein zweites Stein. Ja. Hier werde ich mal hingehen. Dorfzentrum wird wahrscheinlich hier so ungefähr sein. Nehme ich mal stark an. Ja, ich glaube, das Schaf hätte ich gar nicht mehr anbrechen müssen quasi. Gucken wir mal kurz, was die Rehe sagen. Hat sich keins gegönnt tatsächlich. So, hier kann ich schon mal zumachen. Und hier auch. Sein Dorfzentrum habe ich noch nicht gesehen und ich habe, wie gesagt, immer noch nur die Vermutung. Da sind seine Bären. So, er hat nicht allzu übertrieben schnell gespielt, also er ist noch nicht in der nächsten Zeit. Ich glaube, ich habe nur 10 auf Holz. Aber nicht so schlimm, dann mache ich kurzzeitig auch mal hier noch einen hin. Dann müsste das passen. So, er hat jetzt seine Kaserne hier auf. Er baut sich schon schön seine Mauern. Er kennt die Reihe nicht, das heißt, er weiß auch nicht, dass ich noch nicht Man-at-Arms spiele, beziehungsweise auch die Leute, die es kennen, wissen natürlich nicht im Vorhinein, dass ich das auf der Elo hier das eben immer noch nicht tue. Ich glaube, von den Ressourcen her passt sogar.
Er hat also genau das. Er spielt das gleiche wie ich, wie es aussieht. Oder er hat Man at Arms gespielt und ich habe es nicht mitbekommen. Das kann natürlich auch alles sein. In jedem Fall bin ich ja relativ sicher hier mit meinen, meinen präventiven Mauern. Oh, er erwischt meinen Scout. Das ist unglücklich. Möchte aber wissen, was er macht, ob er schon ein Militärgebäude baut. Schießanlage, alles klar. Dann haben wir das zumindest bestätigt. Upgrades wären eine schöne Sache gewesen. So, mein Scout ist tot. Das ist unglücklich, aber es passiert. Vielleicht hat er auch Bogenschützen in Antizipation gespielt. Also, dass er quasi dachte, dass ich wahrscheinlich Man at Arms spiele, was er mit, oder sogar den Rush, was beides mit Bogenschützen vergleichsweise einfach zu verteidigen ist. Also, es ist einfacher als mit Scouts. Aber meines Erachtens mit den schnellen Mongolen-Scouts hätte er es wahrscheinlich auch noch einigermaßen hinbekommen. So, und ich versuche jetzt hier in so einem Halbkreis davor zu mauern. Hier werde ich später mauern, das ist erstmal nicht so gefährlich. Ich glaube, ich baue jetzt erstmal, doch einen mehr auf Gold mache ich noch. Und dann warte ich erstmal kurz, dass ich das Holz für meine Schmiede habe. Das wäre wichtig. Hier habe ich keinen Scout mehr, das heißt, ich kann mir nicht genau angucken, wie es bei ihm so läuft. Aber seinen Scout habe ich bei mir auch länger nicht gesehen. Ja, ich brauche eigentlich mehr auf Gold. Irgendwie schicke ich die da ständig aus Reflex weg. Hier eine Lücke? Nein. Erstmal möchte ich die Front zumachen, danach kümmere ich mich darum. Die Azteken produzieren ihr Militär ein bisschen schneller, deshalb brauche ich auf jeden Fall früher 8 hier auf Gold, damit das funktioniert. So. Und danach mache ich das mal so einfach zu, damit wir das wirklich aus dem Kopf kriegen können quasi. Und sobald ich mein Upgrade habe, mache ich auf die Socken. Ich weiß ja ungefähr, dass er hier alles abgemauert hat, er ist auf diesem Gold, das heißt, ich möchte von dieser Seite hier auskommen. Beziehungsweise, wir können es mal auf Nummer sicher machen und hier auf jeden Fall auch schon mal zumachen. So, er kommt hier mit seinem Scout rein, aber der hat nicht mehr allzu viele Lebenspunkte, wenn er kämpfen würde hier, der Kollege. Machen schön weiter Bogenschützen, schön weiter Felder. Und jetzt greife ich ihn mal an. Er hat einen ganz guten Score, aber er hat auch im Gegensatz zu mir eben einen Scout. Und bei dem Kampf hier wird es auch stark davon abhängen, wie wir gemakrot haben, nicht nur auf das Mikro. Also wer hier wirklich konstant Bogenschützen produziert. Ups, das wollte ich gar nicht machen. So, er hat sich hier schon abgemauert, aber an die Bären müsste ich eigentlich noch rankommen. Hier hat er noch eine Schießanlage. Oh, da hat er seine Bogenschützen. Er schießt mal aufs Tor. Er hat natürlich jetzt den Verteidigervorteil, den Heimvorteil, ne? Das heißt, seine Bogenschützen sind auf jeden Fall in Überzahl. Wenn er genauso gut produziert wie ich. Oder genauso schlecht, je nachdem. Gucken wir einfach mal. Also es mit ein bisschen Micro. Und ich gehe mal wieder raus, um mich um die Heimat zu kümmern. Die Azteken haben wie gesagt eine extrem gute Wirtschaft, denn ihre Dorfwohner tragen 3 Rohstoffe mehr pro Trip, sagen wir es mal. Und das hört sich wahrscheinlich erstmal nicht so viel an, ist aber das einiges wert tatsächlich. Dadurch laufen sie halt insgesamt weniger und können mehr Rohstoffe abliefern.
So, ich habe das unterschätzt, den Bonus. Ich hätte mit den Azteken auch jetzt schon die Schubkarre nicht machen können und quasi schon in die nächste Zeit gehen. So, wir gucken nochmal. Also ich merke auch schon, dass mal die Geschwindigkeit wieder ganz gut hochgeht, aber er hält ja absolut mit. Das heißt, ich mache hier auf keinen Fall irgendwas, was er nicht kann. Er spielt bislang genauso gut wie ich, würde ich behaupten. Aber gucken wir mal, ob er auch genauso schnell in der nächsten Zeit ist. Das habe ich nämlich relativ sauber gemacht im Vergleich zu meinen vorigen Partien. Er verhält sich nach wie vor sehr defensiv. Okay, er hat Upgrades, Defensiv-Upgrades und er hat Plänkler gemacht. Das habe ich nicht. Jetzt werde ich mich doch verlassen, dass er, wenn er Plänkler macht und das Defensiv-Upgrade macht, das kostet beides Nahrung, dass er dann wahrscheinlich später als ich in der nächsten Zeit ist. Und dann warte ich jetzt auf meinen Technologievorteil einfach. Ich muss hier gar kein Risiko eingehen. Eine andere Alternative für mich wäre es, mit Bogenschützen aufzuhören und auf die Adlerkrieger zu wechseln. Die sind natürlich sehr, sehr gut gegen Plänkler. Gehen wir mal hier weiter. Ich würde gerne meine zweiten und dritten Goldspots hier sichern mit einem Dorfzentrum. Das wäre, ich überlege jetzt schon mal, wie ich jetzt mich gleich erweitern möchte. Hier am Stein wäre auch noch ganz in Ordnung, denke ich mal. Diese kann ich auch mal löschen hier. Die Felder möchte ich erstmal jetzt nicht nachmachen. Wir brauchen gleich nicht so viel Nahrung. Aber das kennen wir ja schon aus den anderen Partien, wo ich Bogenschützen-Rush gespielt habe. Ah, du kannst ein Feld noch nachmachen, damit ich... Der ist ein bisschen angeschlagen. Oh. Das wollen wir nicht kämpfen, auf keinen Fall. So kurz bevor wir die Ritterzeit erreichen. Da könnte er nämlich abtauschen. Und das würde ihm deutlich mehr bringen als uns. Deshalb laufe ich hier weg. Aber er geht auch gar nicht hinterher. Ich hol mir die Upgrades. Und sobald ich die habe, möchte ich gegen ihn kämpfen. Das heißt, jetzt laufe ich ihm hinterher wieder. Ich hol mir die Upgrades. Er macht das Richtige, er geht jetzt hier weg. Das kann er realistischerweise nicht gewinnen. Und jetzt mache ich auch noch patrouillieren. Ne? Ich laufe mit... Oh, da ist er. Da muss ich drauf achten. Mein Mike wird schön hier. Die Frage, kann er entkommen? Kümmere mich gleich um die Dorfzentren. Das ist jetzt erstmal hier wichtiger. So, ich parke die mal hier, wir kennen es schon. Und baue jetzt meine Dorfzentren. So. Kannst du mir jetzt noch ein paar Häuser bauen hier? Das Upgrade holen wir uns danach. So, jetzt gucke ich mal, ob ich noch ein bisschen was von seiner Armee erwische. Ist genau das eingetreten, was ich in meiner weisen Voraussicht halt erahnt habe. Nämlich, dass er eben viel investiert hat und dadurch seine Abzeit ein bisschen schlechter war als meine. Und jetzt lässt er sich natürlich auch noch zusätzlich ein bisschen aus dem Konzept bringen hier. Ich habe mehr Reichweite und mehr Angriffskraft als er, deshalb ist es für ihn immer schlecht hier. So, jetzt ist er in der nächsten Zeit. Ja, jetzt könnte seine Armee sich natürlich upgraden, deshalb gehe ich einfach mal raus. Ich habe jetzt so oder so den Vorteil, weil ich schon meine Dorfzentren in Auftrag habe und bei ihm, was eben jetzt erst passiert. Dann kann ich auch erstmal meine Wirtschaft hier ein bisschen fixen. Und meine Rehe kann ich mir auch holen. Da habe ich jetzt ein Dorfzentrum in der Nähe. Und so viel Gold brauche ich gar nicht. Ich habe tatsächlich zu viel Gold, weil ich nicht durchgängig produziert habe. Dann mache ich mit denen doch mal ein paar Felder. Er hat das aber sehr gut gemacht, er hat seine Armee nicht in Gefahr gebracht. Ich glaube, er hat auch keinen Dorfbewohner verloren. Von daher insgesamt eine sehr, sehr gute Vorstellung. Sehr, sehr gute Reaktion. Oh, das hat irgendwie der Kollege nicht zu Ende gemacht. Und meine Armeeproduktion ist der Grund, warum ich die ganze Zeit so viel Gold habe. So, ich habe meine Truppen wieder zusammen hier. Gucken wir mal, ob er seine Schützen geupgradet hat, also seine Plänkler.
oder was ist sonst sofort. Und wenn ich nach vorne gehe und nicht hingucke, immer Patrouille, dann greifen sie mich automatisch alles an, was ihnen auf dem Weg quasi entgegenkommt. Und wir gucken jetzt erstmal, ob er das gemacht hat, und wenn ja, dann würde ich meinen Tech-Switch machen. Dann würde ich gucken, dass ich auf Adlerkrieger komme stattdessen. Die wären dann halt ein guter Konter. Wenn ich auf Schützen bleiben möchte, würde sich dann zum Beispiel Universität mit Ballistik anbieten, damit eben solche Aktionen hier treffen. So, hier hat er seinen Elite-Plänkler. Vielleicht kann ich hier nochmal außenrum gehen und da Schaden machen. So, ich mache das jetzt auch einfach mal, um euch was beizubringen, mindestens, und weil es auch sinnvoll ist, natürlich. Das heißt, ich upgrade jetzt hier meine Einheiten. Ich verschwende aber meine andere Armee nicht. Das heißt, ich möchte ihm jetzt hier nicht in die Falle laufen. Dafür brauchen wir jetzt wieder ein bisschen mehr Gold. Ich mache mal den Wegpunkt auf Gold und ein paar mehr Felder. Und jetzt höre ich auf, Bogenschützen zu produzieren. Ich möchte die aber trotzdem nicht verschwenden, wie gesagt. Dann kann ich auch mit den Adlerkriegern und den Bogenschützen zusammenkämpfen. Jetzt habe ich irgendwo eine Miliz ausgebildet stattdessen. So, da brauche ich aber auf jeden Fall auch dauerhaft Häuser hier. Das darf nicht vergessen werden. Er spielt es bislang extrem sicher, finde ich. Und für ihn gibt es auch nur noch ein Ziel, sage ich mal. Er möchte auf seine Spezialeinheit kommen. Er möchte nicht dauerhaft auf Schützen bleiben. Mango, der ist extrem stark. Der Hügel hier wird im Übrigen auch wichtig, denn warum habe ich eigentlich 50 Steine? Achso, wegen des Dorfzentrums da. So, hier kommt seine Armee. Zieh mich auf den Hügel zurück. Werde jetzt hier gleich sehen, dass ich auf Adlerkrieger wechsle. Und dann können wir vielleicht einen Kampf mit beiden Einheiten zusammennehmen. So, er zieht sich hier wieder zurück. Ja, man, eine sehr interessante Kartenaufbau, sehr interessanten Kartenaufbau quasi. Oh, so, er geht hier schon drauf. Nehmen wir eine kleinere Truppe, mit der ich so ein bisschen Micro jetzt. Und die anderen schießen dauerhaft drauf. Denn wenn ich mit einer großen Gruppe die ganze Zeit drauf schieße, dann habe ich den konstant Overkill. Dann treffen die mit mehr Pfeilen, als ich eigentlich bräuchte, um eine Einheit zu töten. Ich brauche dringend einen Markt, und da ich hier eine Reliquie habe, hole ich mir die auch. Und noch ein Upgrade. Er hat es bisher sehr gut gemacht, er hat gut gemicrot. Oh. Die haben sich nicht alle berufen gefühlt, leider. Ich weiß nicht, ob er Ballistik hat. Aber jetzt wird er den Kampf hier verlieren. Aber hat er extrem gut gemacht. Und ich habe währenddessen zu Hause ordentlich geschlampt. Hier mal auf Stein. Und den hole ich auch ein bisschen Stein hier an der Seite. So, jetzt kann ich hier das ein bisschen verkaufen. Habe ich das Upgrade? Habe ich das Upgrade? Hole ich. Perfekt. Also sehr, sehr gute Performance von ihm bislang. Mit denen kann ich mal gucken, ob er... Ah, er hat ja ein Dorfzentrum. Da, ich möchte ja, wie gesagt, hier eine Burg irgendwann haben wahrscheinlich. Aber jetzt habe ich ja auch meine Waffenschmiede gebaut, mit der ich hier gegenpushen kann gleich. Also von dem Hügel aus. So, ist das mal fertig hier. Super. Hotkeys. Er macht das Richtige hier auch. Er wechselt auf Ritter, beziehungsweise er fügt ein paar Ritter in seine Armee mit hinein.
Mach mal eine Mangel, dann kann ich von dem Hügel aus hier angreifen. Wenn er aber dauerhaft auf Ritter gehen wird, und das will er als Mongole nicht, dann habe ich ja immer noch die Möglichkeit, auf Speerträger zu gehen, die ich so in meiner Armee ein bisschen reinmischen kann. Brauche auf jeden Fall auch noch mehr Gold. Deshalb schicke ich meinen Adlerkrieger zum Scouten ein bisschen. Und den hier auch nochmal. Wie sind sie reingekommen? Was hat er an Upgrades? Ihm fehlt noch einiges an Upgrades. Schick die Mange erstmal hier und lass sie dann hier angreifen. Er macht es sehr gut, sehr konservativ. Verschwendet hier nichts. Der kann mal gucken, ob er das hier kriegt. Das soll eigentlich nicht sein hier. Upsala. Ja, sehr viele unter die Dorfbewohner. Das soll nicht sein natürlich. So, jetzt ist er hier mit seinen Rittern zugegangen. Wird wahrscheinlich den Mangel bekommen, ja. Immer die Upgrades. Er sagt GG. Alles sehr stark gespielt. Also ich musste ja auch ordentlich, also ich habe hier gut Speed im Spiel gehabt, sage ich mal. Und auch mein Makro ist immer wieder, weil er sehr gut gemikrotiert hatte hier an der Stelle, hat er mich auch dazu gezwungen, mein Makro quasi erstmal ein bisschen schleifen zu lassen. Deshalb sah meine Basis teilweise nicht so gut aus. Aber meine Wirtschaft ist allgemein natürlich einfach stärker, weil ich eben Azteke bin und er musste auf eine Einheit gehen, oder zwei Einheiten sogar, auf die er dauerhaft nicht setzen möchte. Einmal Bogenschützen, er möchte, also klar, er kann die zu Aberlesten entwickeln später, aber das möchte er nicht gegen jemanden, der auf Adlerkrieger wechselt. Und mit Rittern kann er langfristig auch nicht so viel anfangen, weil die Upgrades einfach fehlen für die Mongolen. Natürlich sind die Azteken auch das stärkere Volk, ist gar keine Frage. Wenn er dann später auf Mangoda ist, habe ich noch mit die stärksten Plänkler im Spiel zur Verfügung, mit denen ich mich dagegen wehren kann. Von daher ist das für den Mongolen auch nicht sehr, sehr, also es ist eigentlich fast unmöglich, dauerhaft dagegen zu gewinnen, würde ich sagen, und dafür hat er es extrem stark gespielt. Wir gucken gleich, ob mir noch irgendwelche konkreteren Fehler auffallen, aber ansonsten war das extrem gut. Und das werde ich ihm natürlich auch dementsprechend mitteilen. Wir gucken uns jetzt aber erstmal die Analyse an. Ich schau mal kurz, das Spiel ging 27 Minuten. Ich schreibe mal ganz kurz, dass ich die Analyse mache. Alles klar. So, also hat mir sehr, sehr gut gefallen. Wir sehen, dass es also jetzt ein 100-Elo-Sprung zum letzten Gegner, den ich gespielt habe, glaube ich, ungefähr. Oder sogar mehr. Und das hat man deutlich gespürt. Ne? Das war eine sehr, sehr gute Performance von ihm. Und ich habe nicht absichtlich passiv gespielt. Ich habe sicher gespielt, also dass ich mit meiner Armee immer aus einer Basis auch raus bin, obwohl damit Micro vielleicht mehr gegangen wäre. Aber erstmal, ich bin mit Micro nicht besonders gut. Kann gut sein, dass er besser ist mit Micro als ich. Das lief jedenfalls ziemlich gut für ihn. Und zweitens möchte ich eben risikoarm auch das hier zeigen, damit es ein bisschen einfacher nachzuvollziehen bleibt und ihr quasi euren Spielstil eventuell eher aneignet, wo man auf Nummer sicher geht und eher dann auch Spiele eben mal für sich entscheidet, sage ich mal. Also ich glaube, wenn man eher den sicheren, den konservativen Weg wählt, dann gewinnt man insgesamt, also wenn man lernt, mehr Spiele und man lernt dabei, dann hat man eben die Basics ein bisschen mehr drin. So, wir sehen auch bei ihm das Sheep Scouting. Ich glaube, er hat besser gescoutet als ich. Er hat aber auch den etwas besseren Scout dafür. Normalerweise die amerikanischen Völker mit ihren Adlerkriegern, natürlich Adlerspeeren, natürlich sehr, sehr gut aufgestellt, wie ich gesagt habe, haben sehr viel Sichtweite. Jetzt kurz nochmal schauen, ob, ja, sieht alles gut aus. Aber eben der Mongolen-Scout da nochmal ein bisschen besser dran, weil der einfach wirklich viel, viel Sichtweite hat. Und der ist natürlich dann schneller, ne? Die Kavallerie ist immer schneller. Seine Karte im Übrigen, hat mir besser gefallen als meine, aber wir hatten beide diese Situation hier, ne, mit den, oder bei ihm ist dann auch der Stein mit drin, aber mir alle drei Goldpositionen vorne. Das hier ist bei ihm sehr, sehr gut. Aber das hatte ich auch schon mal, ich glaube, es war auch so vor 2, 3 Folgen, das mit auf 10 Noten, noch im vorigen Bereich natürlich, da haben wir auch nur auf einer Spielhälfte quasi gespielt, weil wir beide da gespawnt sind. Wenn er jetzt hier gespawnt wäre und ich halt hier, dann hätten wir vielleicht die Breite ein bisschen mehr nutzen können, aber hier waren wir sehr nah aneinander. Haben beide den Bogenschützen-Rush gespielt. Beide davon unterschiedlichen Wirtschaftsboni profitiert.
Wir sind absolut gleich auf, was die Produktion angeht. Oder er ist so ein bisschen weiter vorne, glaube ich. Wir achten mal auf die Zahlen hier. Ja, er ist ein paar Sekündchen vorne in der Produktion. Der Dorfbewohner. Ich war überrascht, dass er sich die Rehe erstmal nicht gegönnt hat. Vielleicht hat er sich aber, wie ich, auch erst später geholt. Aber dann ist das nicht mehr so ganz so ausschlaggebend natürlich. Und die Mongolen, die jagen einfach schnell. Okay, das ist ihm jetzt schon das zweite Mal passiert, glaube ich. Er hatte hier auch ein Schaf liegen, das nicht hätte geschlachtet werden sollen. Da hat er einfach nicht aufgepasst. Aber ich glaube, dass er in dem Moment mit dem Scouty bei mir geguckt hat. Und das ist natürlich jetzt ein Fehler, das darf ihm nicht passieren. Das weiß er selber. Das weiß ich auch. Aber er kompensiert es sehr gut, das haben wir auch schon in vorigen Elos mal gesehen. Wenn das passiert, einfach mal schnell den Webstuhl reindrücken. Besonders eben, wenn man den Webstuhl normalerweise erst vor dem Entwickeln der Voldalzeit eben erforscht. Wie wir das ab dem letzten Elo-Bereich auch schon tun. So, ich bin jetzt hier auch gleich auf dem Wege nächste Zeit. Wir klicken fast gleichzeitig hoch, ja. Er war auch, glaube ich, nur so 5-6 Sekunden hinter mir, ne? Ich glaube, das war wirklich kaum ein Unterschied. Er hat jetzt aber, der Unterschied ist aber, ich habe jetzt noch 2 Schafe, die ich noch aufbrauchen kann. Bei ihm durch diese Fahrlässigkeiten oder diese Unaufmerksamkeiten hat er jetzt keine Schafe mehr. Wie kompensiert er das? Das finde ich auch. Ach, warte mal. Er war nur mit 2 auf Bären. Insofern hat er das clever gemacht. Ich habe jetzt hier, bin hier ein bisschen schnell durchgegangen, aber ich kann das im Nachhinein auch nochmal erklären bzw. nachvollziehen. Er hat gesehen oder gewusst, er hat ein bisschen zu viele Tiere auf einmal angehauen, geschlachtet, dadurch verrotten die so ein bisschen. Es ist quasi immer so, als ob ein zusätzlicher Dorfwohner, ein Unsichtbarer, noch was klauen würde. Und deshalb ist er erstmal nicht auf die Bären gegangen, bei denen gibt es so einen Effekt nicht. Und hat jetzt später erst welche zu Bären geschickt, um erstmal die Tiere halbwegs effizient aufzubrauchen mit möglichst vielen Dorfwohnern und dann auf die Bären zu gehen und geht jetzt hier mit 5 dahin, denn mehr Nahrung hat er jetzt gerade nicht am Dorfzentrum. Was sich für ihn als Mongoler natürlich anbieten würde, wäre jetzt hier dort nochmal auf die Rehe zu gehen. Und wenn es nur 3 sind, die einen Trip mal einen Reh quasi einsammeln, das würde sehr, sehr passend sein. Allgemein, ich weiß es dann, ich muss mal kurz meine Ansicht checken. Genau, ich bin jetzt schon an ihm vorbeigelaufen, habe aber das Gold nicht gesehen. Ich hoffe, da das Spiel jetzt hier wirklich nochmal gutes Zacken schneller war als die letzten paar Partien, welche Erkenntnisse ich aus dem Scouting gewonnen habe, dass das nachvollziehbar war. Woher wusste ich, dass er auf Bogenschützen geht? Also ich habe eben gesehen, dass er auf Gold geht. Ich weiß nicht mehr, zu welchem Zeitpunkt, muss aber jeden Moment passieren eigentlich. Und ich habe gesehen, dass seine Kaserne relativ spät war. Ich konnte mir nicht 100% sicher sein, dass es keine Schwertkämpfer werden. Aber ich habe auch mit meinem Scout dann nochmal gecheckt, ob er hier noch ein Gebäude baut und gesehen, dass es eine Schießanlage ist. Da konnte ich mir relativ sicher sein, dass er eben auch den Bogenschützen nur spielt. Das nochmal jetzt im Nachhinein, falls das für irgendwen nicht klar war. Weil es war ein sehr, sehr schnelles Spiel, vor allem im Vergleich zu den vorigen Partien. Da habe ich doch, und ich musste auch so spielen, sonst hätte ich, glaube ich, gegen ihn nicht so gut ausgesehen. Er hat wirklich extrem sauber gespielt. Also aus meiner Sicht. Und gut, in der dunklen Zeit, das mit den Schafen und mit der Bevölkerungsblockierung, Blockade, war nicht so optimal. Okay, das ist auch gerade das Erste, was mir nicht so gut gefällt. Dann war ich wahrscheinlich doch in der Feudalzeit mit meinen Bogenschützen weiter vorne, als ich gedacht hätte. Aber wir gucken uns das gleich nochmal an. Er hat jetzt hier nämlich ein Problem in der Build-Order. Aber das ist auch teilweise, weil das mit den Schafen nicht gut geklappt hat. Und Nervosität kommt dazu. Er weiß, es wird aufgenommen. Er weiß, er spielt gegen den Spieler mit höherer Elo. Und es ist sein erstes Spiel heute. Er hat mir auch gesagt, er hat doch sich nicht aufgewärmt. Ich habe zumindest mal ein 10-minütigen gegen KI kurz gemacht, damit die Finger warm werden. Also seine Build-Order funktioniert so, wie er es gerade spielt, nicht. Außer er möchte explizit nur auf eine Schießanlage gleich gehen. Aber ich glaube, er hat 2 gebaut. Das Holz reicht nämlich hinten und vorne nicht. Er ist jetzt hier bei 60%. Und jetzt ist sein zweites Holzfelderlager. Nahrungstechnisch wird es natürlich hinkommen, aber gerade aus diesen Gründen würde ich halt noch nicht so viele Felder bauen. Einfach weil das sind jetzt, 180 Holz, die er gerade ausgibt hier. Die wird er gleich schmerzlich vermissen, wenn er den 2 Schießanlagen bauen will. Aber gucken wir mal. Ich kann mich erinnern, dass ich zumindest eine hier gescoutet habe. Die zweite kam hier. Das heißt, er hat die ein bisschen später einfach gebaut. Ich erinnere mich jetzt. Da kann ich auch gleich nochmal ein Wörtchen zu verlieren. Er mauert natürlich auch viel. Jetzt ist es so, er ist auch so ein Spieler, der hat schon ein bisschen Trauma durch mich erlitten. Ich habe ja gesagt, ich kenne ihn aus einem kleinen Turnier, so ein Benefiz-Turnier, das ein Kumpel von mir organisiert hat. Das heißt, wir kennen uns über einen gemeinsamen Freund. Und da hat er gegen mich gespielt und ich und mein... hat er da sehr aggressiv gespielt und auch sehr stark auf ihn drauf gespielt, weil er der stärkere Spieler im gegnerischen Team war. Und vielleicht hat er deshalb im Kopf irgendwie, dass ich irgendwie ein hyperaggressiver Typ wäre, der ihn auf jeden Fall in Grund und Boden rushen möchte. Dass das jetzt hier nicht so der Fall sein würde, konnte er natürlich so nicht wissen. Und vielleicht deshalb auch diese frühen Mauern, die mir auch
nicht so gut gefallen. Ich verstehe die Logik dahinter, dass er das Gold mit reinnehmen möchte, aber das kann er hier relativ schlecht verstärken, falls, und es dauert auch lange, bis er das zuhört. Ich habe mir ja Zeit gelassen, aber dafür ordentliche Mauern gebaut. Also das ist, ja, ich verstehe, warum er das macht, aber ich finde die Mauern nicht so gut. Allgemein bin ich auch nicht so ein Freund davon, Mineralien in die Mauer einzubeziehen, weil man die dann zwar sammeln kann, aber Schützen natürlich einfach dahinter stehen können. Er hat ein recht sicheres Hauptgold, da hätte ich vielleicht einfach gesagt, Mauer das hier, also das Stein, ja, dass er vielleicht hier außenrum, wenn er unbedingt das Stein drin haben will, dass er es in so einem Bogen macht, wie ich das auch gleich tun werde, so vielleicht. Weil er das hier eben auf jeden Fall hat und wenn er dann die Kontrolle über die Karte hat oder vielleicht später das Dorfzentrum, das auch übrigens eine sehr gute Position hatte, dass er dann vielleicht guckt, ob er das hier nochmal sichern kann, so halt wie ich das gemacht habe. Also das ist meine Perspektive, meine Interpretation. Das nur nochmal zum Mauern und vielleicht auch zu den Gründen, warum er das so gemacht hat. So, wir sehen, er hat jetzt die Vorleitzeit erreicht, aber ihm fehlt das Holz auf jeden Fall. 9 auf Holz reicht nicht. Also ich hatte ja, aber jetzt schickt noch neue dahin, das finde ich gut. Ich hatte ja auch erst 10 und dann das damit quasi korrigiert, dass ich noch einen am TC, am Dorfzentrum habe Holz sammeln lassen. Und hier sehen wir auch, übrigens, helles Blau heißt erforscht, dunkles Blau heißt noch nicht erforscht, dass er die doppelschneidige Axt sich auch nicht erforschen konnte. Bei mir sehen wir sie schon in Produktion. Also es ist nicht optimal, er mauert zu viel auf einmal, er mauert zu weit außen und die Build-Order hat nicht gestimmt einfach. Es funktioniert nicht. Also es gibt viel Spielraum für Kreativität bei Build-Orders, aber sie müssen auch funktionieren. Wenn sie nicht funktionieren, dann heißt es, es ist keine gute Build-Order. Auch wenn man sie sich selber ausgedacht hat, macht das leider nicht besser. Die Mauern hier an der Seite finde ich in Ordnung. Er hat halt richtig beschissene Bären dafür. Die muss er irgendwie schützen, das macht er gut. Das war bei mir viel, viel einfacher hier, ne? Das ist ja ein Träumchen. Dafür hat bei ihm das Gold super und bei mir das Gold beschissen. Aber hier an sich, die Mauern an der Seite fand ich in Ordnung, das hier auch. Nur das hier hätte ich ein bisschen enger gemacht, damit das auf jeden Fall früher zukriegt. Aber er hat es auch letztendlich natürlich zubekommen. So, Befiederung hat er, glaube ich, sogar früher gehabt als ich. Ne, haben wir beide. Ich bin gleich mal, wenn wir dann gegeneinander kämpfen, gespannt, wie es da militärisch aussieht. Ich hatte den Eindruck, als ich bei ihm war, dass er genauso viel Armee hat wie ich. Aber jetzt, ich sehe, dass bei ihm die Produktion ein bisschen mehr schleift als bei mir. Und ich bin auch noch Aztek, ich produziere allgemein einfach Militär schneller, 10 oder 15% waren es, ich weiß gerade nicht mehr. Check's mal kurz. Prozent. Achso, das wurde ja nochmal genervt, natürlich. Okay, jetzt sind wir hier in der Situation, die ich meinte. Okay, ich habe doch deutlich mehr, als ich gedacht hätte. Also mein Vorteil ist natürlich, teilweise sind die Einheiten zu Hause, aber was ist das hier für ein Pulk? Das sind 10. Er hat hier gerade 7, 2 sind, ja. Er hat natürlich den Heimvorteil, das heißt, die Verstärkung kommt rechtzeitig rein, sodass es nicht ausschlaggebend ist, aber es ist doch mehr, als ich gedacht hätte. Was ich sehr auffällig finde und was auch im Early Game ich teilweise schon gesehen habe, dass er mit der Dorfbewohnerproduktion anscheinend trotz dieser kleineren Problemchen ein bisschen mehr auf Zack ist als ich. Er ist ein Dorfbewohner vorne aktuell. Wenn auch nicht viel, also dieser Dorfbewohner hier ist fast fertig. Obwohl die auch. Ja, also er ist quasi ein Dorfbewohner schon vorne. Und das, obwohl ich das stärkere Volk habe. Ja, er hat übrigens, seine Reaktionen waren immer on point. Er hat immer schnell darauf reagiert. Er sieht einen Schützen hinten, er nimmt auch den Kampf erstmal noch nicht. Er wartet auf seine Verstärkung, das ist genau richtig. Also mir gefällt das hier alles sehr gut. Ich weiß nicht, ob die Plänkler hätten sein müssen, ehrlich gesagt. Er wollte hier einfach es nicht drauf ankommen lassen. Hier habe ich einen Missklick gehabt. Ich wollte natürlich auf den Dorfwohner schießen. Hier wollen wir beide nicht so richtig. Aber ich sehe jetzt ja auch, dass er Plänkler macht und dass ich nicht mehr in Überzahl unbedingt bin. Ich hatte das auch anders eingeschätzt im Spiel selber. Aber jetzt ist er hier 12 zu 10 und wir haben eigentlich nur ein bisschen Lebenspunkte ausgetauscht. Und ich habe mich hier ein bisschen gestört, dass er halt Dorfwohner abziehen musste. Und er jetzt dadurch, durch den Stress hat er es jetzt auch nicht richtig kompensiert. Aber wir können, das aufmerksame Auge sieht bereits, wo hier die Fehler sind. Klar, er muss jetzt die Bären evakuieren, das ist klar. Aber er ist gerade hier mit 11 Leuten auf Gold. Ich hoffe, das ist nur temporär und er fixt das gleich wieder. Er hat ja Leute evakuiert, aber er produziert jetzt gerade keine Goldeinheiten, ne, und hat 11 auf Gold und 400 Gold aufgespart. Gibt es halt zwei Möglichkeiten, das zu korrigieren, entweder, und das ist mein Favorit, weil es einfach eine bessere Angewohnheit ist, er verteilt die Dorfbewohner um, sodass es an seiner Produktion wieder entspricht, oder er baut, er baut einen Markt, um das so ein bisschen umzuverteilen. Ja, wenn er den Switch macht auf die Plänkler und das Haus fehlt,
dann muss er entsprechend auch seine Wirtschaft ein bisschen anpassen. Ansonsten haben wir halt so eine Situation hier. Können wir mal die Anzahl der Felder vergleichen. Gerade ist noch ein Feld weggekommen, das wird er gleich neu machen. Also er hat 8 oder 9 Felder. Bei mir müssten es ungefähr 10 sein, schätze ich mal. Das sind sogar deutlich mehr. Aktuell sind 16 da. Das ist irgendwie ein Bug anscheinend. Und ich hätte hier halt schon früher hochklicken können, ne? Ich habe die Schubkarre noch gemacht, weil ich es gewohnt bin und ich das in der Build-Order auch so erkläre. Aber ich habe halt unterschätzt, wie viel Nahrung man, zusätzliche Nahrung man reinkriegt als Azteke. Da hätte ich schon einfach kurz meine Bogenschützen und vielleicht auch kurz meine Dorfwunderproduktion unterbrechen können und dann direkt in die Ritterzeit. Dann hätte ich noch eine stärkere Zeit erreicht wahrscheinlich. Er hat sich vor dem Angriff zu sehr in die Defensive drängen lassen und er war allgemein ein bisschen zu defensiv eingestellt, aber warum das so ist, das habe ich erklärt. Er hat da schon quasi Erfahrung mit mir gemacht und das ist der allgemeine, das haben wir auch bei anderen Spielern in dieser Reihe schon gesehen, der allgemeine psychologische Effekt, wenn man eben weiß, erstens, es wird aufgenommen, zweitens, das ist ein Spieler, der nominell besser sein sollte als ich. Dass er sich hier rausbewegt, finde ich dann auch gut. Das mit den Häusern, ne? Ich glaube, das Problem hatte ich dieses Spiel gar nicht. Aber ich finde es auch gut, dass er jetzt sich einfach sagt, fuck it, ich brauche jetzt die nächste Zeit, ich muss mein Dorfzentrum ein bisschen in ruhen lassen einfach. Dass er hier nach vorne geht und versucht, den Pulk meiner Bogenschützen noch zu erwischen. Jetzt weiß er auch, dass er den Kampf halt nicht nehmen kann, das habe ich im Spiel dann auch so kommentiert, dass er es sehr gut gemacht hat, dass er sich hier aus dem Staub macht. Und er hat es auch, beziehungsweise ich habe es vielleicht auch einfach schlecht gemacht, ich habe ihn hier einfach nirgends erwischt, aber wir sehen auch, dass er hier diese Splits ab und zu macht. Und jetzt, er zieht sich überall rechtzeitig zurück, also er gibt mir eigentlich gar keine Gelegenheit, hier so riesen Kapital aus meinem Vorteil zu schlagen. Ich glaube, der einzige richtige Vorteil, den ich jetzt hier habe, ist eben, dass ich meine Dorfzentren früher bekomme und auch die sind nicht so früh, wie sie hätten sein können, weil ich eben mich auf die Armee konzentriert habe und das relativ fruchtlos. Aber ich habe einen wirtschaftlichen Schaden dadurch natürlich angerichtet, dass er das alles hier hat wegschicken müssen. Aber insgesamt gefällt mir dieser Reflex von ihm sehr gut. Das macht er sehr, sehr schnell und sehr akkurat. Er hat, glaube ich, bislang keine Dorfbewohner verloren oder wenn nur sehr, sehr wenige. Und ich habe ja auch oft mal daneben geschossen. Ja, also ich habe hier, glaube ich, 1-2 Minuten Vorteil gehabt, was die Ritterzeit anging. Ja, sogar ein bisschen mehr, 2,5. Und habe daraus eigentlich nicht so viel mitnehmen können. Muss kurz mal gucken, was bei der Aufnahme geht gerade. Die geht schon eine Weile. Deshalb gehe ich jetzt auch mal schneller durch. Das Dorfzentrum von der Location her ist okay, es schützt halt das Gold, aber es ist hier sehr eng, ne? Das heißt, die Laufwege sind jetzt extrem schlecht. Da hätte mir vielleicht hier oben eher eins gefallen, dass man einfach auch noch ein bisschen Holz sich sichert. Hier dann später eins gebaut, das war gut. Gucken wir mal auf den Kampf, das war sein bester Move hier. Dieser mein schlechtester, könnte man genauso gut sagen. Vielleicht kann ich meinen Gedankengang oder meinen Micro in dem Kampf auch noch ein bisschen besser erklären und vielleicht auch, warum es nicht geklappt hat. Vielleicht sehe ich das dann auch gleich. Ballistik hat er. Hatte das schon? Er hat nur die gerade erst gebaut. Hier sehen wir es. Da ist noch keine Ballistik. Er hat auch kein Holz dafür. Jetzt kommt der Marktplatz bei ihm. Bei mir kam der auch extrem spät. Dritte Schießanlage. Er hat es natürlich nicht gescoutet, dass ich den Tech-Switch mache. Das muss man halt sehen. Und das ist nicht einfach zu sehen, weil dann muss er natürlich irgendwie mal nach vorne kommen und meine Zusatzgebäude stehen alle hier. Aber das ist auch das ist der Bereich, der für ihn auch mittelfristig interessant sein könnte, weil er eben weiß, dass mein zusätzliches Gold dodged ist. Und eigentlich kann er sich auch erahnen, dass ich hier Dorfwohner habe, weil er hier im, und das kann er sehen, das ist nicht nur beim Zuschauer so, dass ich hier Rehe jage. Die hat er sich übrigens immer noch nicht geholt, aber muss er auch nicht. Dorfwohnerproduktion hat er gerade eingestellt, um stattdessen sich das zweite Defensiv-Upgrade für seine Schützen zu holen. Ich habe leider nicht weiterhin aufgepasst. Ich glaube aber, dass er sich Ballistik nach wie vor nicht leisten konnte. Von daher hat sich die Universität noch nicht ausgezahlt. So, jetzt gucken wir mal. Seine Positionierung hat mir gut gefallen. Also er ist Richtung Hügel hier gelaufen. Er hat immer fokussiert auf meine Adlerkrieger gefeuert. Ich habe versucht hier. Also, was habe ich gemacht? Ich habe den Pulk meiner Armee alleine kämpfen lassen und mit so einem Trüppchen immer versucht, fokussiert auf einzelne Einheiten zu schießen. Warum habe ich nicht mit dem gesamten Pulk auf einzelne Einheiten geschossen? Das sind hier 44 Armbrustschützen, die hier jeweils 7 Schaden machen gegen Einheiten, die 35 Lebenspunkte haben und nur eine Panzerung. Das ist also kompletter Overkill, wenn ich mit allen 44 auf eine Einheit schieße. Dann verschwende ich eben Schüsse quasi. Und es ist auch einfacher, einem ganzen Pulk auszuweichen, die immer nur einen Volley auf eine Einheit schießen, als eben so einen Pulk, das quasi
wie wild drauf losballert und einem das gezielt schießt, auszuweichen. Der ist trotzdem gut gemacht, weil er immer in Bewegung geblieben ist. Und er hat sich gut auf meine Adlerkrieger fokussiert. Die hätte ich wahrscheinlich eher noch in Masse sammeln und dann vielleicht von hinten nochmal hinzukommen dürfen. Aber ich glaube, letzten Endes habe ich ihn eher durch Produktion als durch Positionierung und Micro hier geschlagen. Also die hier haben fast gar nichts getroffen, glaube ich, die hintere Reihe. Die Adlerkrieger hat er sehr gut erwischt immer. Und hier ist er jetzt, natürlich steht er höher als ich. Aber er hat ordentlich an Armeeanzahl halt verloren. Und bei mir kommen jetzt halt noch weitere Adlerkrieger dazu. Da habe ich sehr, sehr viele unnötig verschwendet. Ich glaube, den Wegpunkt habe ich ja im Kampf genau in seinen Pulk hier reingesetzt. Das war auf jeden Fall nicht gut. Aber wir sehen, dass ich habe zwar mich zwischendurch beschwert, dass mein Makro nicht gut war, habe auch teilweise keine Dorfwunder produziert, aber bei ihm war es viel, viel gravierender. Wir sehen, dass hier eine ganze Weile keine Dorfwunder kamen und er schon jetzt über 30 hinten ist tatsächlich. Das heißt, an der Stelle hat er vielleicht militärisch sehr gut das Ganze gelöst, aber es ist insgesamt trotzdem ein Verlust für ihn, weil er eben zu Hause nicht weiter produziert hat, also keine Dorfwunder. So, und er weiß jetzt ja, dass meine Ambusschützen nicht mehr in Produktion sind und er geht jetzt hier auf Ritter, jetzt aus 5 Produktionsgebäuden und das muss man ihm zugute halten, er haut die Einheit auch wirklich konstant raus. Seine Militärgebäude stehen nicht still und auch er hat darauf geachtet, keine Einheiten zu verschwenden. Ich glaube, ich habe mehr Einheiten verschwendet als er im Spiel. Naja, aber ich glaube, wir müssen nicht weiter darauf eingehen, das Spiel ist an dieser Stelle eigentlich schon gegessen, weil er halt jetzt sehr, sehr weit hinten ist wirtschaftlich. Er kommt technologisch auf keinen Fall hinterher, weil er nicht genug Felder hat. Und ich mache jetzt gleich eine Einheit, die er in der Ritterzeit quasi nicht kontern kann und von der ich richtig, richtig viel herausprügeln kann. Von daher ist das Spiel an der Stelle wahrscheinlich schon entschieden. Ich finde trotzdem, man hat es ja auch jetzt im Replay gesehen, das war extrem gut von ihm. Und man sieht, warum wir jetzt hier nochmal 100 Elo drüber sind. Das ist eine Leistung, die wir so noch nicht gesehen haben. Ja, ich hoffe, euch hat diese Folge gefallen und auch nochmal ein bisschen was beibringen können. Wie gesagt, wir machen noch eine Folge mit ihm, weil ich einfach nicht genug Spieler in dem Bereich kenne und weil ich ihn auch, als er jetzt nochmal gesehen, als sehr, sehr guten Testpartner oder Sparings-Partner ansehe. Er hat das sehr, sehr gut gemacht. Ich habe viel Vertrauen, dass auch das zweite Match auf Arena dann von ihm sehr gut wird. Also, wir sehen uns dann dort.